Hallo Leute. Ja, ich nehme heute schon wieder auf, aber das merkt ihr sowieso nicht, weil ich habe gestern aufgenommen und so und ja. Und zwar, so, ich habe hier jetzt was vor. Und zwar, da mir das Spiel langsam ziemlich auf die Eier ergeht. Und ich nochmal im Internet nachgeguckt habe. Es gibt keine fünf Kapitel, wie ich zu Anfang gedacht habe. Es gibt 14 und ich bin jetzt erst bei Kapitel 6 beim Speicherpunkt 2. Ja, da mir das hier viel zu schwer wird, weil ich erstens, ja, ich habe zwar jetzt volle Energie, aber das wird viel zu schwer und ich verliere auch teilweise den Überblick und irgendwie respawnen die ganzen, Gegner. Ja, jedenfalls habe ich mir jetzt überlegt, da ich das Spiel jetzt nicht einfach so aufgeben möchte, obwohl das eigentlich schon aufgeben ist, aber ich habe mir mal im Internet einen Cheat, also drei Cheats rausgesucht, die irgendwie alle das Gleiche machen, aber irgendwie anders sind. ja. Und zwar ist das der Cheat mit unendlich Energie. Das heißt, ich werde das Spiel noch so komplett durchspielen, wie ich die ganze Zeit gespielt habe. Also ich werde noch alle Gegner töten, die mir über den Weg laufen. Und so. Allerdings habe ich immer volle Energie, weil ich sterbe an manchen Stellen. Also ich sterbe nicht an manchen Stellen, sondern ich sterbe halt an Stellen. Und dann der Speicher, also die Speicherpunkte sind hier echt total unfair. Ich muss so komisch reden, unfair gesetzt. Die sind einfach total weit auseinander und ich habe keinen Bock, den ganzen Scheiß dreifach zu machen. Fünffach, siebenfach, wie auch immer. Ja, deswegen werde ich diesen tollen Cheat jetzt benutzen oder einen von denen. So. Und zwar müssen wir das Hilfe-Ding hervorheben, wie ich es jetzt gerade gemacht habe. Und dann, wenn wir den Cheat eingegeben haben, werden wir ein Geräusch hören, was dann uns bestätigt, dass der Cheat angenommen wurde. Ich werde jetzt mal hier nehmen, den kürzesten. Ich hoffe mal, der ist schon direkt richtig. Das ist R2, L2, R2, Kreis. Ich habe nichts gehört. Gut, dann versuchen wir einen anderen. Ich versuche den einfach nochmal, vielleicht habe ich mir auch vertippt. R2, L2, R2, Kreis. Gut, dann versuchen wir den anderen. L2, L1, L2, Quadrat, Kreis, Quadrat, links, rechts, Kreis. Ich habe da gerade irgendwas gehört, aber ich bin oben auf Fortfahren gegangen. So, dann habe ich hier noch einen. Jetzt tue ich einfach alle durchprobieren. L2, L1, L2, Quadrat, Kreis, Quadrat. R3, L3, R3, Kreis. Super. Der hat funktioniert. So. Jetzt wollen wir mal gucken, ob es funktioniert. Komm, schieß mal irgendwie auf mich. Irgendjemand muss doch hier mal jetzt auf mich schießen, damit ich weiß, ob der Kack funktioniert. Ja, danke schön. Wo ist denn hier einer da? Ja, wunderbar, oder? Schieß. Noch ein bisschen, ja. Es muss jetzt erstmal mein Schild weggehen. Sieht so aus, als ob es funktioniert. Jo, wunderschön. Ah, scheiße, ich glaube, ich habe irgendwie einen Cheat eingegeben. Ich weiß jetzt nicht, ob ich einen Cheat eingegeben habe, der die Gegner mit einem Schlag tötet. Aber wenn, dann würde ich gerade nochmal neu starten. Hallo? So. Jetzt gerade mal gucken. Hallo? Nein. Gut. Dann war der nur irgendwie geschwächt oder so.
Warum sterben die denn alle, wenn ich die einmal treffe? Ich starte das gerade nochmal neu. Taste ja. Ne? So. Und jetzt muss ich mal gucken. Normalerweise ist das ja nicht gespeichert oder so. Ich lasse mich einfach wieder von dem einen Typ da beschießen. Und da der letzte Cheat ja irgendwie geholfen hat, wo ich da irgendwie was gehört habe oder so. Oh, mal gucken. Oh, wo bist du? Da bist du. Na, komm. Jetzt läuft er weg. Ja, nochmal bitte. Okay. Gut. So. So. Genau. Jetzt gehen wir wieder auf Hilfe. So, und zwar L2, L1, L2 Quadrat, Kreis, Quadrat, R3, L3, R3, Kreis. So. Ja, hier unten sind wir ja fertig. Jetzt gehen wir mal hier hoch und gucken mal, ob ich den wieder mit einem Schlag töte. Obwohl jetzt lieber nicht, weil jetzt bin ich noch in so einem aufgepowerten Modus. Naja, gehen wir jetzt erstmal hier unten rein. Hier ist anscheinend keiner. Auch keiner. Gut, dann gehen wir hier hoch. Hier war auch nichts. Oder? Na, sieht nicht so aus. Ja, schön gegen die Wand laufen. So, hier rein. Ist auch nix. Finde ich aber jetzt mehr. Pff, ging ja nicht gestern voll die Post ab? Auf jeden Fall, da müssen wir springen. Hallo. Ja, es bringt, glaube ich, auf die Entfernung nichts. Oder? Nee.
Achso, von da oben, okay. Komm her. Die sind hier durchgestürmt, als wären wir gar nicht da. Sie hätten das Monster sehen sollen, das sich Shinatama geschnappt hat. Ich finde das cool, wie der rennt. Wie der rennt, ja. Vor allem, der rennt ja auch. Nein, wie der da rumschreit. Wir sind hier durchgestürmt, als wären wir gar nicht da. Ja, komm. Hier ist auch nix. Nein, wir müssen rennen. Boah. Ja, schön. Springen wir da runter. Achso, es war einer... Eben nicht, ey, komm. Ich dachte, das wäre einer, der gegen mich gewesen wäre. Wow. Sie sind in der Falle. Sie haben die Zugangsrampen weggepustet und sogar versucht, den Fahrstuhl zu zerstören. Fahrstuhl? Ja, sie haben den Zugang zu den Hochsicherheitskammern oben und unten unterbrochen, aber die Kabel haben gehalten, sodass die Kabine nicht abgestürzt ist. Gott sei Dank. Konnten Sie nicht wegpusten, was? Besorgen Sie mir einen Laserschweißbrenner, schnell! Wozu? Sie würden es mir doch nicht glauben. Hier. Okay, neues Ziel. Der Aufzug wurde sabotiert. Benutzen Sie den Laserschweißbrenner, um den beschädigten Aufzug in Gang zu bringen. Hinweis, benutzen Sie Ihren Kompass, um zur richtigen Stelle zu gelangen. Okay. Tut mir leid, aber ich weiß nicht, warum ich jetzt so stark bin. Weil... keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich habe nur einen Cheat eingegeben und der macht normalerweise Unverwundbarkeit. So. Ich will nicht springen. Boah, aber ich... Dahin stellen, bitte. Dahin, danke. Neues Ziel. Barabbas ist mit Shinatama in der Nähe. Halten Sie ihn auf und retten Sie Shinatama. Hinweis, Sie haben keine Zeit zu verlieren. Beeilen Sie sich. Geh nicht in den Laserschweißbrenner. Damit sind die Kommandoetagen des TCW erreichbar. Bla, okay. Oh. Wow, yeah. Wow, was war das? Hallo? Okay. Tanker ist der Beste. Sie hätten mich bestimmt direkt auf einmal getötet. Gucken, ob hier hinten noch was ist. Da liegt irgendwas. Phasentarnung. Achso. Wow. Kanonenkugel. Ich denke mal, der Typ hier hat irgendwie... wie heißt denn das? Also Temperatur
Absicht, bla.